Ein wesentlicher Teil zur Verbesserung des Lebens ist unser Engagement für ökologische Nachhaltigkeit. Wir kümmern uns für zukünftige Generationen um unseren Planeten. Nachhaltigkeit ist eine Reise und wir haben bereits viel erreicht, seitdem wir diese Reise begonnen haben. Doch wir können noch mehr tun und fangen gerade erst an. Wir haben kürzlich mit Mitgliedern auf der ganzen Welt verschiedene Ideen besprochen, darunter die Vermeidung der Verwendung von Plastiktüten in unseren Verteilerzentren, die Reduzierung von Umverpackung für unsere Skin-Produktlinie und Proteinriegel sowie die Nutzung von recyceltem Plastik für unsere Verpackungen. Ich bin glücklich, sagen zu können, dass wir all diese Dinge bereits tun, und ich bin zuversichtlich, dass bis Ende des Jahres in keinem Verteilerzentrum auf der ganzen Welt mehr Plastiktüten verwendet werden, was 150.000 Kilogramm Plastik einspart. Wir implementieren Programme, um die Verpackungsmenge für unsere Skin-Produktlinie erheblich zu reduzieren, was 14.000 Kilogramm Pappe und Verpackungsmaterial einspart. Und das alles zusätzlich zu dem, was wir bereits getan haben. Zum Beispiel haben wir in 43 Ländern gedruckte Regeln und Richtlinien durch digitale ersetzt, was alleine 342.000 Kilogramm Papier jährlich einspart. Das entspricht 27 Hektar Bäumen, einem Wald. Und wir werden die digitalen Regeln und Richtlinien in diesem Jahr in weiteren 13 Ländern einführen. Und natürlich, viele unserer Produkte beinhalten pflanzliches Protein, welches weitaus umweltfreundlicher ist als tierisches Protein. Im Vergleich zu tierischem Eiweiß hat pflanzliches Eiweiß einen kleineren CO2-Fußabdruck. Außerdem wird beim Anbau das Land effizienter genutzt und Wasser eingespart. Dies ist nur eine Momentanaufnahme unserer weltweiten Bemühungen. Viele dieser Initiativen verbessern auch die Effizienz. Es ist also gut für unseren Planeten und für unser Geschäft. Die Fürsorge für unseren Planeten ist für uns alle von großer Bedeutung, besonders für unsere Enkelkinder und deren Kinder. Ich hoffe, dass wir sie stolz machen.